Liebe Fans, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fightback und nicht irgendeine Ausgabe, denn wir sind auf der Zielgeraden. Wir sind auf der Road to Sossenheim, Crossroad 7, während wir hier schon sehen, was uns am heutigen Abend alles erwartet. Da sehen wir Diamonds and Rust, die sich auf den Weg zum Ring machen. Wenn ich das richtig sehe, hat der Bully Aaron sein Mikrofon dabei. Ja, nicht verwunderlich, dass die was zu sagen haben. Ein großes Maul haben sie ja eigentlich immer. Aber ich würde mal behaupten, die Titel geben ihnen irgendwie recht. Hören wir mal zu. Ja, und heute treten sie auch mal wieder geschlossen auf als gesamte Gruppierung und ich bin mal wirklich jetzt gespannt, um welches Thema es geht. Vielen lieben Dank für diese nette Ovation. Dankeschön. Also ich werde es erzählen, da könnt ihr buhen, bis ihr umfallt. Ne? Also gesagt wird es trotzdem. Also erstmal herzlich willkommen zurück, der NGW-Champion Chris Rush. Ihr dürft klatschen. Ganz genau. Richtig. Wo wir schon bei Champions sind, übrigens, die amtierenden COW Tag Team Champions Blackwell und meine Wenigkeit, der Bully Aaron Insane. Danke. 450 Tage, der Mann zählt mit, das finde ich gut. Und Michael Noel. Michael! Hört zu, alles cool, da kümmern wir uns auf jeden Fall auch noch drum. Viel, viel wichtiger ist, wie geil war das denn eigentlich bei der letzten Crossroad-Show? Dieser Marius Alani, 1, 2, 3, weggeputzt! Der Ninja Warrior! Oh. Oh. Der ist ja auch gut, ne? Der ist gut. Aber, wenn du mal überlegst, und noch viel wichtiger und lustiger ist eigentlich, wie hieß der nochmal, dieses kleine Kind, das wir da in die Rente geschickt haben, damit wir überhaupt von Rente reden können? Joshua Byrne! Hey. Klatscht noch einmal für ihn, weil er wird auf jeden Fall nicht wiederkommen. Ja, also, das ist, ja, nee. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Okay, wie auch immer, ja ganz genau, ein bisschen Tribut hat der Junge ja verdient mit seinen 14 Jahren, das ist in Ordnung. Aber kommen wir nochmal zu Al-Ani zurück, ja? Der ist sogar so gut, dass wir ihn, oder dass Chris ihn besiegt hat, ohne anwesend zu sein. Hey, eine coole Nummer auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall richtig cool. Also, Moment. Die Promo, die wir hier gerade gesehen haben, lässt sich mit einem Satz zusammenfassen. Eine absolute Selbstbeweihräucherung von Diamonds and Rust. Und hier kommt der Mann, der Diamonds and Rust wahrscheinlich am allerliebsten das Maul stopfen würde. Der Modern Priest of Wrestling, Max Mercy. Das gibt's ja gar nicht. Ja, von seiner Verletzung wieder genesen. Konnte ja bei Crossroad 6 ebenfalls nicht in den Ring steigen. Deswegen kam ja eben dann dieses NGW Champion Titelmatch zwischen dem Bully Aaron Insane, stellvertretend für Chris Rush und Marius Alani ins Spiel. Und jetzt bin ich mal gespannt, was
Mercy zu sagen hat. Diamonds and Rust. Ah, Chris, überrascht mich zu sehen. Oh. Ja, klasse, oder? Ich dachte, wir fangen mal ein bisschen lockerer an. Ich muss euch beglückwünschen, Leute. Ihr habt den Titel verteidigt. Ohne Champ. Gegen den anderen Anwärter. Aber jetzt wird's knifflig. Jetzt wird's knifflig. Soweit ich weiß, habe ich immer noch ein Anrecht auf das Ding. Ja, so ganz Unrecht hat er natürlich nicht. Das Match zwischen den beiden war natürlich angesetzt und Max Mercy konnte es aus Verletzungsgründen eben nicht wahrnehmen. Und ja, das wäre doch jetzt die ideale Gelegenheit, die Sache nochmal aufzurollen. Unser Match hat überhaupt nicht stattgefunden. Aber das ändern wir jetzt, denn ich werde meine Rückklausel für die nächste Crossroads-Show einlösen. Sehr zum Jubel der Fans, wie man hört. Also, zum allerersten Mal habe ich ein Déjà-vu. Genau dasselbe Gespräch haben wir, glaube ich, schon einmal geführt. Da habe ich dich besiegt. Wir haben das Gespräch nochmal in diesem Ring geführt. Da habe ich dich auch besiegt. Und beim dritten Mal bist du erst gar nicht aufgetaucht. So. Und für alle, die meinen Leidensweg noch gar nicht mitbekommen haben, ich lag 7 Tage lang. Oh. Jetzt dürft ihr mal sagen. 7 Tage lang lag ich im Bett unter Schmerzen, voller Schweißausbrüche. Kolorierte Lunge, alles. Mir ging's richtig beschissen. Und dann kam Joey ins Spiel und sagte, ach, ich bin super clever. Das ist die Chance, wie ich dem unbesiegbaren NGW-Champ den Titel abnehmen kann. Also zwinge ich Aaron Insane, der schon ein Mega-Match in den Knochen hatte, um den NGW-Titel anzutreten, um ihn mir wegzunehmen. Aber guess what? Es hat nicht funktioniert. Und es wird auch diesmal nicht funktionieren, weil du hattest deine Chancen. Du hast 3-mal bzw. 2-mal verloren, 1-mal nicht aufgetaucht. Und von mir bekommst du keine Chance mehr. Du darfst dich gerne ganz hinten in der Liste wieder anstellen, mein Freund. Ganz hinten. Bye-bye. Ganz hinten? Das sehe ich ganz anders. Ja? Das Ding ist, Rush, ich kann mich zwar erinnern, dass ich verloren habe, ja, aber wie habe ich verloren? Du kleiner Sack, kriegst ja nicht mal geschissen, mich fair zu besiegen. Was waren das? Nicht nur ein Tiefschlag, nein? 2 Tiefschläge hast du gebraucht, um mich platt zu machen. Weil du es alleine und fair nicht geschissen kriegst, mein Freund. Jetzt ist die Frage, ich appelliere es mal an dein Kämpferherz, wenn du noch eins hast. Schaffst du mich ein drittes Mal zu besiegen, fair and square? Oh. Hä? Ja, und Max Mercy macht das natürlich jetzt genau richtig. Er packt Chris Rush an der Ehre. Und ja, jetzt beraten sich Diamonds and Rust. Ich würde da gerne mal Mäuschen spielen. Und anscheinend sind sie zu einer Lösung gekommen. Wir haben uns beraten. Einstimmig sind wir zu folgendem Ergebnis gekommen. Du bekommst einen allerletzten Shot auf den NGW-Titel, den Chris Rush trägt. Ja! Das wollt ihr doch! Das wollt ihr doch! Aber da ist doch sicher eine Bedingung dabei, Benny. Nur für euch Fans. Jetzt kommt das Aber. Als ob du es gerochen hättest. Bevor du gegen Chris Rush antreten wirst, hast du noch eine Aufgabe zu bewältigen. Klassiker. Beweisen, genau das ist es. Du bekommst einen Title Shot gegen Chris Rush, wenn du bei der nächsten Crossroads Show 23.07. hier in Sossenheim Michael Noel besiegst. 1, 2, 3. Lächerlich. Wir appellieren hier an dein Kämpferherz und deine Ehre. Oh. Es gibt noch ein kleines Aber. Ganz kleines.
Das ist ja deine Belohnung, wenn du es tatsächlich schaffen solltest, hier Noel zu besiegen, nochmal gegen Chris ran zu dürfen. Aber, und das ist das kleine Aber, wir entscheiden, in welchem Match du gegen Noel antreten wirst. Oh, 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 ich ahne Schlimmes. Und jetzt wird's, wie du es vorhin gesagt hast, knifflig. Dein Kopf fängt jetzt an zu rattern und ich weiß, okay, was werden die machen? Handicap, Match, Street Fight, was auch immer. Und jetzt wird's wirklich knifflig für dich, weil wir sagen's dir am Tag der Abrechnung, also am 23.07. Mercy, das ist deine letzte Chance auf diesen Titel. Die letzte. Wenn dir diese Bedingungen nicht passen, musst du nicht annehmen. Gefällt dir unser Vorschlag? Gebe ich dir jetzt die Möglichkeit, den Deal mit einem fairen Handshake mit dem Champion zu besiegeln. Bist du am Start für eine letzte Chance und trittst an in einem Match, das du nicht kennst? Im Gegenzug, wenn du das gewinnen solltest, bist du erneut und ein letztes Mal Number One Contender. Ja, und was könnten sich Diamonds and Rust hier ausgedacht haben? Also ich wittere hier viele unerlaubte Gegenstände, Stühle, Eingriffe, nicht zu vergessen. Ja. So geht's besser. Ich wäre nicht Max Mercy, wenn ich nicht jeder Herausforderung gewachsen wäre. Du willst einen Deal? Du willst einen Deal, Rush? Du willst einen Deal? Yes. Du hast deinen Deal. Und er nimmt an. Ja, und alles andere, das sage ich dir ganz ehrlich, hätte mich aber auch gewundert. Und jetzt kommen wir, wenn Michael Noel geschlagen wird von Max Mercy, vielleicht dann doch noch über Umwege zu diesem NGW Champion Titelmatch, das wir bei Crossroads 6 eigentlich auf der Karte hatten, aber... Ja, Michael Noel, den besiegt man eben nicht im Vorbeigehen, schon gar nicht, wenn... Es bleibt spannend für den guten Max Mercy, weil wir sagen, knifflig. Ja, vor allem, wie gesagt, wenn Diamonds and Rust hier die Matchart bestimmt und hier sehen wir es schon eingeblendet. Max Mercy gegen Michael Noel. Und die Stipulation, die Match-Stipulation, die wird von Diamonds and Rust festgelegt. Oh, da hören wir die Musik von Frank Jesberger. Und der hat anscheinend auch noch was zu verkünden. Ich bin doch etwas überrascht. Ich dachte, damit hätte sich das Ganze schon geklärt. Jetzt bin ich aber umso gespannter. Ich habe da so eine Ahnung. Ihr müsst gar nicht feiern. Ihr müsst gar nicht feiern. Du sollst auch nicht ganz leer ausgehen. Du willst hier deinen Paycheck bezahlt bekommen. Letztes Mal hast du dich ja beschwert. Am 23.07. wirst du ein Match haben gegen einen noch unbekannten Gegner. Check demnächst mal Fightbacks Social Media Kanäle. Insta, Facebook. Da wird dein Gegner bekannt gegeben. Und dann setzt du am 23.07. hier in Sossenheim bei Crossroads 7 deinen NGW Champion Titel auf dem Spiel. Ja, denn das hat natürlich noch gefehlt und das ist die absolut richtige Entscheidung hier von Frank Jesberger, denn Chris Rush krankheitsbedingt schon bei der letzten Show nicht dabei. Aber jetzt wird es doch mal wirklich Zeit, diesen NGW Champion Titel wieder aufs Spiel zu setzen. Ja, lieber Chris, lange ist es ja nicht mehr hin bis Crossroad. Also Crossroad 7 back in Sossenheim. Hier nochmal die Einblendung. Wenn ihr noch kein Ticket habt, dann wird es jetzt wirklich höchste Zeit. Außerdem heute noch das Match zwischen Drake Destroyer und Chris Tate, das Aufeinandertreffen zweier Giganten.
Der amtierende Champion Chris Rush muss ran gegen Dave Blaine. Es geht hierbei nicht um den NGW-Champion-Titel. Allerdings geht es um den GHB Heavyweight Championship in einer Open Challenge. Ladies and gentlemen, the star of the movie Gunpowder Milkshake on cinema, he is the star of four blocks, comes from the vaults, dangerous city in the world, Aleppo, Syria, he is 2 meters, weight 115, ladies and gentlemen, GHB heavyweight champion, Josh Kukas. Und da ist er. Der amtierende GHB Heavyweight Champion, Josh Kukas, der wurde eben gerade schon angekündigt. Ja, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber irgendwie gefällt mir diese neue Einstellung von Josh Kukas. Er ist nicht mehr so extrem verbissen, er klatscht auch mal mit den Zuschauern ab. Er mausert sich immer mehr zum Gesicht, zu einem der Top-Gesichter von Fightback Wrestling. Wir hören's und wir hören wohl auch ihn. And as always, it's the time for the Open Challenge. As George Kukas, your champion, the man who did it all, including beating the best in Europe, Bad Bones John Cena, and beating Dave Militia in one night was his god, which if you think about it, it's a 450 plus kilogram. In one night, I defeat 15 tons of human muscle in one night. Why? Because I am the champion. I am the future. I am Fight Back. I'm George Kukas. Den Leuten gefällt das, was er zu sagen hat, und hat damit auch nicht Unrecht. Ja, die Leistungen konnte man ihm nie absprechen. Die hat er immer gebracht, auch als er noch ein bisschen böser einfach war. Und das ist sein Gegner, besser gesagt. Das ist nicht sein Ernst, oder? Das ist die Open Challenge. Man hat es am Titan schon gesehen, Don Sheen. Also der traut sich was, muss ich sagen. Gut, er hat natürlich Alex Duke und Alex Wonder mit im Gepäck, also zu dritt. Aber George Kukas hat es ja gerade gesagt, auch gegen drei Gegner kann er sich durchsetzen. Und das schon zweimal bei Crossroad. Ja, theoretisch sind das ja nur zwei Leute. Also wir haben ja zweimal Alex, das kann man zusammenpacken. Das kürzt sich, mathematische Gleichung. Und ein Don Sheen, das ist ein bisschen weniger als die normale Open Challenge. Wobei, wenn ich mir so Alex Duke anschaue, der ist ja auch in Ringgear dabei. Ja, die Posterboys können anscheinend von Gold nicht genug bekommen. Denn die beiden treten ja auch an im Tag Team Gauntlet Match bei Crossroad 7 am kommenden Samstag um die Fightback Wrestling Tag Team Champion Titel. Und das wäre natürlich ein Riesending, wenn Don Sheen da als amtierender GHB Heavyweight Champion hinreisen würde. George Kukas. You know, people don't expect this now. I respect you. Come on, I respect you. I talk to you. Don't talk to her. Come on. Come on. You know, in some other places, we could maybe work together someday, but not here. Hey, I see George Kukas. He's 2 meters tall, a wrestling star, a champion, an actor. Amazing. Give it up for George Kukas. And I know you are professional enough to see it's nothing personal here. It's just business. Because we are the poster boys. And we have to tell you something. This is Fight Back. And this is about us. All the people saw in the last episode that we share our work. Alex Duke had a huge victory and bring us in the best position for the next show, Crossroads 7, on July 23rd.
But you have something around your shoulder here, what we want to have. Because we wait all the season backstage and wait for your open challenge. Hey, I'm George Cookers. I beat this guy, I beat this guy, I beat this guy. But he was never in the ring with a super heavy weight like Don Sheep. And now he takes his time and talk to you in person. Hello, Mr. George. Actually, there's only one thing I have to tell you. Because Duke, Wonder, and myself, last week we were watching your movies. And we have a big opinion on them. And this opinion will be told by the Duke. Duke, tell him what our opinion is. Yeah, shit. I know one thing for sure, that you watch my movie, that means you pay for it. That's what's gonna happen tonight. And I know one thing, I'm an old school guy, so I know one thing for sure. First we fight, then we drink. Das ist eine Sache, die die Poster Boys nicht so gerne hören wollen. Ja, und ich weiß auch nicht, ob es so clever ist, den Champion vor dem Match so zu provozieren verbal, wie es Alex Wonder gerade gemacht hat und letztlich auch Don Sheen. Was habe ich euch denn getan? Ja, das Unschuldslamm Don Sheen. Ja, und jetzt geht es hier um den WHW Heavyweight Champion Titel. Ja, da hat es gerade nochmal offiziell gemacht. Ja, Don Sheen ist so ein zweischneidiges Schwert, also er tut immer auf nett, auch wir haben es gerade hier gesehen mit Tanja, unserer Referee. Aber wir wissen alle auch ganz genau, wie er im Ring agiert. Und das werden wir auch gleich sehen. We both know it. I don't hear a bell. I don't hear a bell. What's the bell? I don't hear the bell. Ja, und jetzt geht's los. Die Ringglocke ist ertönt. Let's settle this like gentlemen. Yeah. Let's settle this like gentlemen. We are fair. We just watched. We're fair guys. Das kann er doch selber nicht glauben. Also ich glaube, Sheen hat mehr Glück als Verstand, dass George Lucas inzwischen, wie gesagt, nicht mehr ganz so verbissen ist, wie er es noch vor einigen Monaten war. Er nimmt das hier so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, mit einem Lächeln zur Kenntnis, was Don Sheen hier so von sich gibt. Ja, mehr Glück als Verstand und scheinbar auch mehr Sekt als Verstand. So wirkt es zumindest. Ja, und ich würde das aber an Sheens Stelle auch nicht überstrapazieren, denn auch die Geduld eines George Lucas hat mit Sicherheit ihre Grenzen. Und jetzt sind wir in diesem Match. Side Headlock hier von Lucas gegen Sheen. Der drückt ihn in die Seile, schickt ihn auch in die Seile. Und jetzt muss er mal seine beeindruckende Statue zeigen und die mal nutzen, aber ja, wenn man allein die beiden schon nebeneinander stehen sieht, also das ist ja wirklich, also da sind viele, viele Zentimeter dazwischen. Also ich sag's mal so, wenn George Lucas vor Don Sheen stehen würde, wüsste man nicht, dass Don Sheen dort ist. Und guck dir diesen Body Slam an. Das und? Ja, und da geht's schon los. Da geht es schon los. Alex Wonder greift in das Match ein. Ja, aber auch das ist ja ein George Lucas gewesen. Geht jetzt hier auf Second Rope. Holt jetzt hier die Fans und seine Ten Punches. Ja, und Wonder, der stolziert hier um den Ring wie Rumpelstilzchen. Ja, aber Sheen kann sich zurückkämpfen hier. Geht jetzt, macht das natürlich sehr geschickt, geht jetzt auf das Bein los und versucht, George Lucas eben am Boden zu halten. Denn da ist er eben nicht mehr größer als er selbst. Das ist auch eine sehr, sehr gute Taktik, um andere Aktionen zu unterbinden.
Wenn er jetzt seinen Finisher hochhebt, das kann er natürlich auch schlechter machen, wenn sein Bein dabei beschädigt ist, wenn er kein Gewicht darauf verlagern kann. Ja, und die Aktionen scheinen auch schon Wirkung zu zeigen. Wir sehen es hier ganz deutlich. Also George Lucas muss erstmal wieder sicheren Stand gewinnen. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, Don schien auch schon etwas länger dabei als ein George Lucas. Aber da darf man natürlich auch nicht dabei vergessen, für die Jahre, die George Lucas dabei ist, hat er sich auch sehr gut entwickelt und ist nicht umsonst und nicht ohne Grund der amtierende Champion. Jetzt geht er hier auf das Bein. Ja, und da zeigt sich natürlich, wie du es gerade angesprochen hast, die ganze Erfahrung. Also, er fängt nicht an, hier irgendwelchen Murks zu machen, irgendwas George Lucas womöglich versuchen auszuheben oder sonst was, sondern er macht das genau richtig. Er geht auf das Bein los und bleibt da auch dran. Ja, und er geht hier unter der Leine durch. Ja, und er muss versuchen, eben von Lucas ein bisschen wegzubleiben. Jetzt hier dieser Clip ins Knie. Das Cover reicht aber noch nicht. Also, ganz ehrlich, Benny, ich sag's dir, wie es ist. Also, für mich wäre das hier eine absolute Sensation, wenn Don Sheen mit dem GHB Heavyweight Champion Titel rausmarschiert. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe das im ersten Moment ein bisschen im Halbspaß, aber doch schon ernst gemeint. Also, ich habe das nicht glauben können, dass er hier die Open Challenge tatsächlich annimmt. Ja, ich muss dir absolut recht geben. Also, das wäre auf jeden Fall ein unfassbarer Upset. Aber man darf George Lucas auch nie abschreiben. Wie gesagt, wir haben es schon oft gesehen, dass er gegen 3 Gegner in einem Abend antreten musste und jeden davon besiegt hat. Aber Don Cheadle macht das hier unfassbar gut. Und das, obwohl er gerade nicht mal wirklich seine 2 Geheimwaffen, die am Ring stehen, einsetzen. Ja, die aber immer in Lauerstellung sind, wie man hier sieht. Und so ein bisschen, gerade wird dann doch, ja, so ein bisschen wird dann doch eingegriffen. Das ist nicht viel, das ist nicht ultra hart, aber George Lucas weiß sich natürlich auch zur Wehr zu setzen. Kann zumindest mal Alex Duke hier abwehren, aber der Schaden, und das sieht man hier ganz deutlich, der ist angerichtet. Wo kommst du da her? Und ein Chop gegen die Brust von George Lucas und erneut. Das ist eigentlich auch so eine Paradedisziplin von George Lucas, der hier ein Back Elbow zeigt und damit kontert und mehrere Back Elbows. Und die Chops. Ja, vielleicht hätte ich das ein bisschen früher sagen sollen. Schon wendet sich das Ganze wieder und ich hab's angesprochen. Ja, da ist genau das, was du gesagt hast. Der Ansatz zum Spinebuster und das kriegt er mit dem angeschlagenen Bein eben nicht durch. Alex Wonder schon völlig am Durchdrehen, aber noch ist der Pin nicht durchgegangen. Also er hat wirklich eine gute Grundlage gelegt, diese Elevated Spinebuster, die er zeigt, wo er den Gegner nämlich unheimlich hochhält, wirklich. Der wäre das sichere Ende gewesen. Aber er macht das hier einfach, und das gebe ich an dieser Stelle sogar gerne zu, Don Cheadle macht das extrem gut. Er hat sich eine super Taktik vorausgelegt. Ja, was mir hier super gefällt, George Lucas, der lebt inzwischen und da ist er von der Unterstützung der Fans. Und 1, 2, und 3. Aus dem Nichts, der Spinebuster und der Sieg und die Titelverteidigung für George Lucas, ja. Und das, wie gerade gesagt, mit der großen Unterstützung der Zuschauer. Und das ist wirklich schön anzusehen. Ich hoffe jetzt erstmal, dass das Bein doch nicht zu sehr angeschlagen ist. Ja, denn auch er ist natürlich am kommenden Samstag bei Crossroads 7 dabei und wartet auf die nächste Open Challenge. Aber er ist natürlich Profi genug. Er wird sich seine Zeit jetzt nehmen, wird das Bein die nächsten Tage schonen und ich bin mir ganz sicher, dass wir bei Crossroad eben einen frischen, einen ausgeruhten GHB Heavyweight Champion sehen werden. Ja, und dann schauen wir mal, wer auf ihn wartet. Egal wer es sein wird, es wird ein richtig, richtig schweres Match gegen George Lucas. Und das hat er heute mal wieder bewiesen.
Fightback Offseason. Und ich, Sarah Grace, war natürlich siegreich. Doch welche beiden haben sich nicht blicken lassen? Von wem war weit und breit nichts zu sehen? Von unseren ach so tollen Superstars Kara und Charus Benreza. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die beiden leider in einen kleinen Unfall verwickelt waren. Und das tut mir wirklich überhaupt nicht leid. Ja, ja, komm hier, mach den Mund zu. Heute ist Wrestling angesagt, kein Zickengelaber. Mhm. Ja, du hast recht. Der unbesiegte Perser ist verletzt und kann deshalb dir und dem Captain heute nicht die Hintern versohlen. Aber ich sag dir eine Sache. Ja? Der unbesiegte Perser ist bisher aus jeder Verletzung wieder zurückgekommen. Okay. Und so wird es auch diesmal sein. Mhm. Bei Crossroad 7, verspreche ich dir, wird der unbesiegte Perser wieder dir und dem edlen Captain die Hintern wundprügeln. Okay, okay. Die Message ist angekommen. Aber an eurer Stelle würde ich lieber aufpassen, dass euch nicht noch mehr passiert. Ja, auf jeden Fall deutliche Worte. Und am kommenden Samstag sehen wir auch das Intergender Tag Team Rematch der beiden Teams. Aber heute haben wir erst einmal ein anderes Programm. Chris Rush trifft auf Dave Blaine. Es geht aber nicht um den Titel. Und jetzt der Kampf der Giganten. Drake Willkommen Destroyer gegen Chris Tate. Ein Fall festgesetzt. Ja, und was hier oben an der Leinwand steht, das ist auf jeden Fall Programm. Denn jetzt kommt Gefahr in den Ring. Ja, nicht zu übersehen. Eine Erscheinung. Ja, und bei diesen beiden Urgewalten, die jetzt in den Ring steigen, da ist es vor allem wahrscheinlich auch Gefahr für den Ring. Wäre nicht das erste Mal, dass Drake Destroyer durch den Ring geht. Auch das haben wir bereits gesehen. Bilder, die sich in den Kopf einbrennen. Ja, und die Rivalität dieser beiden, die zieht sich schon ziemlich lang. Ja, die liegt schon weit zurück, wollte ich sagen. Aber natürlich zieht sie sich immer wieder durch Fightback Wrestling. Wir erinnern uns noch an ja, den Eingriff von Chris Tate, der sich entsprechend einfach Gehör verschaffen wollte und in das Match damals zwischen Drake Destroyer und George Cukas eingegriffen hat. Völlig aus dem Nichts. Das Schweizer Biest niedergestreckt hat mit einem Stuhl. 37 Kilogramm aus der Schweiz, das Schweizer Biest, Drake Destroyer. Und das hat der natürlich nicht vergessen, Drake Destroyer. Und endlich ist er auch wieder zurück bei Fightback Wrestling. Einige Zeit haben wir ihn nicht gesehen. Ja, aber du hast gerade gesagt, Tate hätte das so ganz ohne Begründung gehabt. Ich erinnere mich da an eine Szene, die auch in der Halle stattgefunden hatte, in der Drake Destroyer einen werten George Lucas gesucht hat und da auch auf einen Chris Tate gestoßen ist und es da einen zwar kurzen, aber intensiven Wortaustausch gab. Und vielleicht hat das ja bereits gereicht, denn du weißt, ein Chris Tate lässt sich nichts gefallen. Und lässt sich auch nicht sagen, wann das Match beginnt scheinbar. Ja, aber wenn ein kurzer Wortaustausch ausreicht, damit ich jemanden mit dem Stuhl niederstrecke, also dann, ja, dann bist du bei Chris Tate, würde ich zumindest behaupten. Ein Job gegen Chris Tate und das kennt er natürlich auch nicht wirklich, dass er einen hat, der in seiner Größe ist. Und das ist einfach unfassbar. Ja, wir haben es lange gesehen, Chris Tate immer gegen die etwas kleineren Gegner, gegen Mau Fernando, Joshua Byrne, wie sie alle heißen. Und jetzt hat er, wie du es genau richtig sagst, einen Gegner auf absoluter Augenhöhe. Es geht hier immer wieder hart zu. Double Axe in den Rücken. Und das sind einfach Aktionen, die tun vor allem mit dieser Masse, mit diesen Muskeln unfassbar weh. Ja, und natürlich auch Bernd Föhr, den wir nicht vergessen dürfen. Auch da ist natürlich noch eine Rechnung offen. Chris Tate, der ihn in sein eigenes Auto gesperrt hat und so vom letzten Event ferngehalten hat.
Und in diesem Zuge gab es ja dann die Rückkehr von Drake Destroyer zu Fightback. Und was für eine Schlacht das war. Auch sehr oft gelobt das Match. Bei diesem Kampf gar kein Wunder. Ich meine, wie willst du noch zwei größere Leute? Für noch zwei muskulösere Leute. Es gibt nur eine Person, die noch einfällt, und das ist George Rukes. Aber gibt's da noch wirklich mehr? Das sind wirklich eigene Kaliber. Jetzt Chris Tate gewinnt die Oberhand. Ja, drückt dem Match jetzt so ein bisschen seinen Stempel auf, fährt sein Tempo. Jetzt kommt der Trash Talk noch dazu. Aber das lässt sich ein Drake Destroyer natürlich nicht gefallen. Kämpft immer wieder zurück. Und ein harter Chop, den man mit Sicherheit bis nach draußen gehört hat. Und jetzt... Oh, und das ist der Ansatz zum Seismic Charge. Und wenn er den durchbringt, dann habe ich nochmal Angst um den Ring. Schalt erstmal nicht so, nein. Eine Clothesline. Oder aber ich kann schon fast sagen, eine Lariat hier von Drake Destroyer. Aber Chris Tate steht noch. Ja, und bringt das Kick. Bringt das Bein nach oben. Jetzt seinerseits eine Clothesline. Aber auch Drake Destroyer steht. Eine zweite hinterher. Ja, und ich glaube, jetzt ist es ein Duell. Jetzt ist es ein Duell. Wer kann den anderen fällen? Die Clothesline geht ins Leere, eine Double Line und jetzt beide liegen fallen. Sie beide. Was für Bilder wir hier wieder sehen. Und die Leute, denen gefällt das Ganze. Ja, jetzt nehmen Sie sich mal so ein bisschen den Raum und die Zeit, ein bisschen Luft zu schnappen. Aber ich habe immer so ein bisschen Bedenken, wenn sich das Ganze Zweier, und ich nehme den Begriff gerne nochmal in den Mund, Zweier Urgewalten, wenn sich das Geschehen dann nach draußen verlagert, das nimmt meistens kein gutes Ende. Ja, aber Drake Destroyer auch ewig lang dabei. Der weiß ganz genau, dass er auf sowas achten muss. Will ja auch ein faires Ende, und jetzt... Es geht immer hin und her. Ja, Pascal Eisenbach schon bei 7. Also, die beiden sollten jetzt zusehen, dass sie wieder zurück in den Ring kommen. Aber mir scheint es, als würde das die beiden überhaupt nicht interessieren. Und da geht es gegen die Wand. Und ich glaube, es ist Feierabend hier. Und jetzt mit der Ringglocke realisiert es Drake Destroyer. Double Countout gewertet. Ja, völlig richtig. Beide sind ausgezählt worden. Und jetzt nutzt hier Chris Tate den Moment der Unachtsamkeit und streckt Drake Destroyer nieder. Da muss ich es wohl zurücknehmen. Also, natürlich, jeder macht mal Fehler. Ich war der festen Überzeugung, dass Drake Destroyer darauf achten wird. Ja, und jetzt geht's wieder in den Ring. Das Match an sich ist natürlich vorbei, aber die Schlacht, die scheint gerade erst begonnen zu haben. Und was wird Chris Tate jetzt mit Drake Destroyer anstellen? Er wird den Seismic Charge zeigen. Er setzt ihn nochmal an. Ziel. Bringt er Drake wirklich nach oben? Und da kommt Bernd Föhr und geht auf Chris Tate los. Ich hab's vorhin angesprochen, da ist noch eine Rechnung offen und so wie das aussieht, eine sehr, sehr große. Endlich wieder aus dem Auto, würde ich mal sagen. Wie schön ist es, ihn wiederzusehen. Wir haben ihn wirklich ewig nicht mehr gesehen. Seit dem letzten Event. Ja, und jetzt streiten sich Drake Destroyer und Bernd Föhr förmlich darum, wer hier Chris Tate in Grund und Boden stampfen darf. Ja, förmlich, wie du es schon sagst. Und es geht immer und immer weiter auf Chris Tate. Ja, und jetzt... Es ist noch nicht vorbei. Jetzt packt Drake Destroyer schon ein bisschen robuster zu gegen Bernd Föhr, denn der ist mit Tate auch noch nicht fertig. Und jetzt wieder Bernd Föhr, das gibt's ja gar nicht. Also, ich hab's auch noch nie gesehen, dass ein Chris Tate so lange auf dem Boden liegt. Ja, ich glaube, der sollte zusehen, dass er jetzt Land gewinnt und jetzt... Jetzt hat er die Chance und jetzt geht er auch in den Stairdown. Ja, jetzt fokussieren sich hier die beiden aufeinander. Ja, und Drake Destroyer, der lässt sich das Mikrofon geben. Jetzt bin ich mal gespannt, was er Bernd Föhr zu sagen hat. Ich weiß nicht, was das jetzt sollte.
aber mächtig nicht ein, wenn die großen Jungs spielen. Hör mal zu, ich habe mit ihm noch eine Rechnung offen und die werde ich begleichen. Du hattest deine Chance, du bist jetzt fertig mit ihm, jetzt bin ich dran. Ich sage, wenn ich fertig bin, geh du zurück ins Auto und lass die großen Jungs das Ganze regeln. Pass bloß auf, dass du nicht wieder eine Auszeit hast, weil er dich verletzt. Ich habe eigentlich kein Problem mit dir, ich mag dich. Aber ich habe absolut kein Problem, ihm in den Arsch zu treten und gleichzeitig dir in den Arsch zu treten. Wir kennen uns jetzt lang genug. Wir sind beide lang genug im Business. Und ich habe auch kein Problem mit dir. Aber ich werde mich von nichts abhalten lassen. Und wenn es sein muss, trete ich ihm genauso in den Arsch wie dir. Wenn du das wirklich willst, dann lass uns doch das am 23.07. machen. Er, du und ich im selben Ring. Okay. Was meinst du? Alles klar. Kein Problem. Was für eine Ansetzung. Was für eine Herausforderung. Ein Triple Threat Match. Drake Destroyer, Bernd Föhr, Chris Tate in einem Ring. Und das am kommenden Samstag. Meine Herren, also nochmal der Hinweis. Wenn ihr noch kein Ticket habt für Crossroads 7, dann ran an die Tickets. Ticket regional. Und am Samstag live dabei sein, denn das wollt ihr nicht verpassen. Zum Main Event des heutigen Abends und er ist für einen Fall festgesetzt. Ja, hier haben wir es gerade noch einmal gesehen, was uns am Samstag alles erwartet und ich glaube, viel voller geht das Programm nicht und wir sind jetzt im Main Event des heutigen Abends. Der letzte Stopp vor Crossroads 7 und wir haben einen weiteren Debütanten bei Fightback Wrestling, Dave Blaine. Und er trifft auf den amtierenden New Generation Wrestling Champion Chris Rush, der seinen Titel heute nicht verteidigen muss, aber sehr wohl am kommenden Samstag. Und auch da steht der Gegner noch aus. Was ist das für ein Debütmatch direkt gegen den amtierenden Champion? Das ist eine Herausforderung. Ja, und auch wenn es nicht um den Titel geht, aber wenn du dich natürlich hier gut anstellst gegen Chris Rush, gegen den amtierenden Champion, dann steigst du natürlich direkt ganz oben ein im Regal und verschaffst dir sozusagen auch Gehör und vielleicht dann auch mal irgendwann die Möglichkeit, eben um diesen Titel anzutreten. We'll be right back.
und da ist er. Wirklich keine leichte Challenge. Ich bin mal gespannt, wie er da herangehen wird. Auch für ihn natürlich ein neues Gesicht. Wird er ihn vielleicht unterschätzen? Würde sie vielleicht denken, ja, einfach ein weiterer, weißt du, wir kennen ja Chris Rush, sehr überheblich. Natürlich auch zum Teil gerechtfertigt, er hat ja immerhin diesen Titel. Ja, aber Frankie hat das natürlich sehr, sehr geschickt gemacht. Er hat ihm natürlich vorhin diesen Gedanken in den Kopf gepflanzt. Er muss am Samstag ran, er muss den Titel verteidigen, aber er weiß jetzt noch nicht gegen wen. Und ja, das nagt mit Sicherheit auch im Hinterstübchen an einem Chris Rush. Und das nimmt er auch in so ein Match mit, meines Erachtens. Das könnte wirklich jeder sein. Eventuell wird es am Ende auch einfach Dave Blaine. Es ist alles möglich. Und jetzt hier das... Das Kräftemessen mit einem Hakenchop geht an Chris Rush. Und jetzt zum zweiten Kräftemessen. Ja, aber auch das. Ja, das scheint auch Chris Rush wieder für sich entscheiden zu können. Drückt Blaine wieder in die Ecke und in die Augen. Ja, Chris Rush definitiv nicht beliebt. Dave Blaine hat leichte Spiele, der Favorit zu sein. Ja, Rush hat von seiner Sympathie, mit der wir ihn bei Fightback Wrestling kennengelernt haben, aber mal so gar nichts mehr zu tun, beziehungsweise hat davon gar nichts mehr übrig. Und ist voll im Diamonds and Rust-Modus aufgegangen. Ich dachte, jetzt sollte der TKO kommen. Nein. Ein Schlag von Dave Blaine. Ah, täuscht dir was an. Sehr gut gemacht. Und jetzt hier dieser Single-Leg-Dropkick. Back Elbow, ja, fast schon Uppercut vielleicht sogar. Und kommt jetzt hier mit einem Spear. Und Enzo Igiri. Hier ist wirklich keine Pause gerade bei dem Angriff. Das macht er sehr gut. Steigt aufs Top Rope. Ja, und kommt mit dem Flying Splash. Body Press herangeflogen. Eins, und zwei. Das Cover, aber Rush befreit sich. Und Dave Blaine, der mobilisiert nochmal die Leute um den Ring herum. Und jetzt setzt er seine Acht selbst hier was an. Nein. Wieder der Griff in die Augen. Ja, es wurde hier nicht gesehen. Ja, und Rush. Ja, zeigt den German Suplex. Und das und Knie, das kennt. Wenn jetzt. Ich würde sagen, wenn jetzt ein Pin kommen würde, wäre es das. Ja, setzt jetzt an zum Fisherman Suplex. In die Brücke. Und das muss es eigentlich gewesen sein. Aber da scheint die Schulter oben zu sein. Sehr gut gesehen. Ja, dann eben anders, sagt er sich. Ja, und Chris Rush diskutiert natürlich direkt mit Tanja Vogel, ja, aber... Gute Tarnung für seinen Würgen hier. Ja, er kennt eben die Tricks. Er weiß, was er tun kann und wie er es tun muss. Ja, da wärst du potenziell vorbei gewesen. Kontrolliert jetzt hier Dave Blaine. Ja, führt ihn richtig vor. Ja, aber Blaine versucht sich zu befreien. Aber nur kurz. Ja, Chris Rush kontrolliert das gut. Snap mehr hat ihn jetzt hier. Ja, diese Verhöhnung immer und immer wieder das mit dem Gegner spielen, das kann er eben. Er darf es nur nicht zu oft machen. Ja, er sollte es vor allem nicht zu oft machen, denn es gibt auch Gegner, die sowas ganz, ganz schnell ausnutzen. Und dann ihrerseits einen Angriff starten. Ja, aber aktuell scheint es ja noch zu funktionieren. Mehrere Vorarms. Aber jetzt doch der Konter. Uppercut, mehrere Schläge. Ja, und da ist der Vorarm. Und es hat er selbst gefordert. Kriegt ja einer ab, aber jetzt muss er aufpassen. Er darf hier nicht disqualifiziert werden. Das darf er schon, sollte er aber nicht, wenn er hier gewinnen möchte. Ja, und jetzt setzt er an zu seinem Finishing Move, dem Feel the Rush. Aber Blaine zappelt, strampelt und versucht sich wieder zu befreien und schafft das auch mit dem Sunset Flip. Eins, zwei. Ja, aber Rush befreit sich. Oh,
Und das nächste Cover. Es geht immer weiter. Aber auch der reicht nicht. Man sieht die Verzweiflung bei Dave Blaine, aber... Ja, und dann setzt Rush den Schlusspunkt mit dieser Lariat. Und jetzt sollte er nicht immer so viel Zeit übrig lassen. Da müsste er sofort weitermachen, nachsetzen. Aber ich glaube, er hat einen genauen Plan, was er jetzt machen möchte. Ja, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass er jetzt zu seinem Finisher greifen wird, zum Feel the Rush. Er setzt an zum dritten Mal. Ja, und jetzt geht er durch und das muss es eigentlich gewesen sein. Eins, zwei, drei. Der Sieg für Chris Rush. Ja, der Sieg für Chris Rush und damit natürlich nochmal ordentlich, als ob er das nötig hätte, aber Selbstbewusstsein getankt für Crossroad 7. Bitterte Blick in die Fans. Das wird auf jeden Fall eine harte Nummer bei Crossroad. Ich möchte, dass ihr hier in der Halle und ihr zu Hause mir endlich den nötigen Respekt entgegenbringt, den ich als euer NGW-Champ verdient habe. Ich warte. Ja, aber ob das so der richtige Weg ist, sich Respekt zu verschaffen, wir hören. Das ist Ahura. Wir hören die Musik von Ahura. Zumindest ist es seine Musik, aber ist er auch wirklich da? Ja, da ist er. Und ich glaube nicht, dass er zum Ring kommt, um Chris Rush Respekt zu zollen. Auch Ahura haben wir schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ja, das, wir sehen die Reaktion. Ja, und ich glaube, Rush weiß noch nicht so richtig, was er davon halten soll. Aber dass die beiden sich nicht riechen können, ich glaube, das dürfte klar sein. Oh, versuch jetzt hier Ahura anzugreifen mit einem Eye-Poke da, ja, so kennen wir ihn. Und pusht ihn ja auf den Boden. Ja, lässt sich kein X für ein U vormachen, Ahura, auch nicht vom amtierenden NGW-Champion. Und Benny, ist das vielleicht schon die Auflösung? Wer am Samstag gegen Chris Rush antritt um den NGW-Champion-Titel? Wir werden es hören. Wir brauchen das nicht auf Social Media zu machen. Sorry, Frankie. Ich nehme dir das weg. Aber ich bin dein Gegner bei Crossroad 7. Tatsächlich! Ahura fordert den NGW-Champion Chris Rush heraus. Was für ein Match! Und hör dir die Reaktionen in der Halle an. Und wenn es einen gibt, der Chris Rush besiegen kann, und ich komme für Gold, dann ist es Ahura. Was für ein Match, was für eine Ansetzung. Die Card wird voller und voller für Samstag, für Crossroad 7, hier in Sossenheim. Jetzt sehen wir es auch nochmal eingeblendet. Chris Rush gegen Ahura um den New Generation Wrestling Champion Titel. Liebe Fans, besorgt euch die Karten. Seid am Samstag live dabei. Wir sind für heute am Ende. Wir würden uns aber freuen, wenn wir euch alle live begrüßen dürfen in Sossenheim. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinschauen. Supportet uns. Bleibt gesund. Tschüss und bis zum nächsten Mal.